bisschen Kurven schneiden hier. Mr. Turtle macht gerade wieder ein bisschen Radau. Kleiner Rebell. Ja. Was ist da los? Ja. Patsch. Ach Gott, ich bin dumm. Ich war gerade in Gedanken, wie ich das noch machen könnte. Ich mache jetzt, glaube ich, nochmal die Autos. Also die Bode, die Autos. Die an der Kacke. Ich weiß zwar noch nicht so ganz wie, aber das wird schon machen. Gott, rückwärts. Nee. Oh. Frag mich bitte nicht, was ich hier gerade tue. Ja, man konnte es ja mal probieren. Oh Gott, wie könnte man das denn noch machen? Oder erst die Auto. Ich mach's mal auf die traditionelle Weise. Traditionelle Weise? Allerdings mit dem Boden am Ende. Oder jetzt die Boote, das ist glaube ich. Wow! Oh, ich glaube, das wird okay. Ja! Ja! Oh Gott, ich hab's geschafft! Das war der Ozeanring. Bäm! So, dann machen wir jetzt den Bruchhügel. Ich schätze mal, das wird da irgendwas mit dem Supersprint zu tun haben. Da wird das ja bei der... Ich nenne sie jetzt einfach mal Insektia-Farm. Warum auch immer. Ich werde einfach mal... 3 Runden da rumlaufen. Vielleicht ist es das ja sogar. Weil ich wüsste nicht, was da sonst noch irgendwie was sein sollte. Vielleicht noch bei den Erdwürmern ohne getroffen zu werden durchkommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. So. Wie Crush heißt der genau, der hier. Den haben wir ja schon besiegt, ohne zu sterben. Herbstfeld müssen wir. Das Gefühl, dass ich ein besseres Bild habe. Irgendwie. Es kann an einem neuen Programm liegen von
dem Elgato. Ah, jetzt könnte ich auch mal gucken, ob ich PlayZ 1 Spiele über die PlayZ 2 aufnehmen kann. Das war nämlich damals immer das Problem. Wenn die PlayStation 2 irgendwas emulieren musste, hatte ich kein Bild. Also wenn sie am Elgato angeschlossen war. Da kam der Grabber irgendwie nicht so ganz mit klar. Das wussten die aber auch, also die kennen das Problem. Vielleicht ist es jetzt durch die neue Software behoben worden. Das wäre ganz cool. Halt die Fresse! So. Ja, wir müssen ja ein paar Gegner töten dafür. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber Gegner müssen wir töten. Wo ist der andere? Da ist der andere. Ich glaube, 11 waren das, oder? Schwer, nicht so ganz. Und, genau. Ich habe mir die restlichen Alben von UMPF bestellt, endlich mal. Da hatte ich eigentlich schon damals vor, mir die zu kaufen. Runterladen wäre ja kein Problem gewesen. Ich wollte die aber gerne schon irgendwie in haltbarer Form haben. Weil ich die anderen Alben, die ich schon hatte, auch schon so hatte. Mir haben halt noch die letzten vier, also die ersten vier haben mir gefehlt. Wie viel fehlen uns noch? 14? Wie viel haben wir? Ach. Und das neueste, das Wahnsinns große Beute oder so. Wobei ich das eigentlich so nicht gekauft hätte. Ich finde die Lieder darauf jetzt nicht so gut. Bis auf das eine, wozu es auch dieses merkwürdige Video gibt. Zwei Schritte vor heißt das. Aber das habe ich halt nur der Vollständigkeit halber gekauft. Weil dann habe ich nämlich jetzt alle. Und die alten Alben sind einfach mal tausendmal besser. Also eigentlich ab Wahrheit oder Pflicht ist es. Naja. Ich fand zwar Augen auf damals ganz cool. Also es war halt auch das erste Lied, wie ich mit der Band in Verbindung gekommen bin. Es ist schon voll lange her. Wann kam das denn raus? Ist auf jeden Fall schon voll lange her. Jo, dann machen wir mal einen Supersprint. Dreimal in einer Runde. 14. Wie habe ich denn? 10. Ja gut, dann müssen wir noch ein paar Gegner kaputt machen. Nehmen wir hier die Erdwürmchen. Die wehren sich ja nicht so. Eins. Genau, die alten Lieder hören sich voll Depeche Mode-mäßig an. Was ich gut finde, weil halt, ja gut, die alten Lieder von Depeche Mode, weil die finde ich ganz cool. Das klingt alles so industriell irgendwie. So als ob die Musik in irgendeiner Stahlfabrik gemacht wurde, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich gucken, wie viele Gegner ich umgebracht habe, aber ich glaube, einer fehlt uns noch. Nee, nee. Komm, schlag zu. Nicht schlagen. Auf jeden Fall ist heute Sommerende. Wie heißt es denn? Sommer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden heute die Uhren umgestellt. Ah, jetzt kann ich hier loslegen. So, ich hoffe mal, das wird was geben. Nicht darum stehen. So.
So, die erste Runde hätten wir soweit schon mal fertig. Huiuiui. Die Kamera ist gerade ein bisschen merkwürdig gewesen, so tief unten irgendwie. Oh Gott, jetzt geht mir aber gerade die Pumpe, ey. Nein! Verdammt! Ah, Mann. Das ist immer so, dass ich das dann kurz vor Ende verkacke, weil ich es dann einfach nicht mehr hinkriege, mein Gezittere hier unter Kontrolle zu halten. Ist jetzt nicht, dass ich voll am Zittern bin oder so, aber halt, ich bin halt dann mega aufgeregt und dann kriege ich das nicht geschissen. Ich darf einfach nicht mitzählen. Ja, ich bin ja jetzt doch in der ersten Runde. Ich weiß aber, dass es nicht so ist. Oder man muss das einfach ganz locker angehen. Am besten da drüber springen, weil der Weg ist nämlich mega scheiße. Und da wäre ich fast gegen die Wände geknallt. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier nachspiele. Ich wollte eigentlich, kann ich ja jetzt schon mal sagen, Crash spielen. Crash 2. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich nicht noch irgendwas anderes... Boah. Wäre das jetzt das letzte Mal gewesen... Wow, hab ich... der steht da jetzt... Oh, wie süß! Lauf noch mal, bitte! Lauf noch mal! Diese Putzi. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Na gut. Das habe ich sehr oft das Problem. Ich glaube, mein Hirn ist sowieso total defekt. Das älteste Album, was ich vorgestern hatte, war das Unrein-Album. Aber ich finde, meine Lieblingsalben sind jetzt eigentlich... Oh, mein Controller ist fast leer. Gut zu wissen. Auf jeden Fall das Ego-Album. Das Plastik-Album ist eigentlich auch ganz gut. Wunschkind. Und das allererste. Umf. Ja. Es interessiert euch wahrscheinlich nicht, was ich cool finde oder so. Aber ich brauche halt irgendwas, worüber ich labern kann, weil sonst brauche ich auch gar nicht zu labern. Deswegen labere ich einfach über das, was mir gerade in den Kopf kommt. Weil über das Spiel kann ich ja nicht mehr viel sagen. Wir sind ja eigentlich schon durch. Dann muss ich hier noch hier die Kack-Könner-Punkte holen. Damit ich euch dann... Na gut, dann nicht damit, sondern... Damit es halt vollständig abgeschlossen ist. Oh, diese Drecks-Pyramidenteile. Oh, gestern Abend hätte ich auch wieder ausrasten können. Und zwar hatte ich gestern für meine Eltern und mich... Oh mein Gott, ich muss niesen. Versuchen mir zu verkneifen. Ja, sehr gut. Chinesisch geholt. Und ich war aber vorher noch... Ach, fuck. Vorher noch beim Rewe und habe mir halt für heute Morgen und für heute Mittag Essen geholt. Was ist mit der Kamera los? Dankeschön. Und dann bin ich dann vom Rewe vom Parkplatz runtergefahren. Und es waren sowieso total viele Menschen da. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall ging mir das erstmal schon mal auf den Piss, dass sie so langsam über den Parkplatz getuckert sind, was ja okay ist, aber nicht so langsam. Und dass die Leute dann immer parken müssen, am besten im Rewe drin. Weil sie es einfach zu faul sind zu laufen. Wenn ich sehe, dass da ein Parkplatz frei ist, ist okay, dann fahre ich da hin. Aber wenn ich sehe, dass da sowieso schon 5 andere Autos hinfahren, fahre ich da schon mal nicht hin. Und wenn ich sehe, dass da kein Parkplatz frei ist und ich dann... Und die dann gucken möchten... Ja, vielleicht ist da ja noch, doch noch einer, den ich nicht gesehen habe. Und die dann da rumtackern. Oh, da könnte ich